Mit dem Regierungsputsch in Kiew, angeschoben, finanziert und zementiert von Washington, ist klar, wer in Europa über Krieg und Frieden entscheidet. Es sind Amerikaner, die sich immer noch als Herr im Haus Europa empfinden. 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und 25 Jahre nach der Wiedervereinigung eines demokratischen Deutschlands. Diese schlichte Erkenntnis ist weit mehr als eine Beleidigung oder Bevormundung der europäischen Staatengemeinschaft. Sie ist auch ein Eingeständnis, sich im großen Bruder aus Übersee offensichtlich massiv getäuscht zu haben. Ging es den Vereinigten Staaten je primär um Frieden und Freiheit oder war und ist Demokratieexport nur die immer mehr bröckelnde Verpackung, um den eigenen Machtbereich konsequent auszuweiten oder zu verteidigen? Die USA werden Waffen liefern und wissen, dass sie damit Krieg auslösen. Diese Botschaft erhielt die KenFM-Redaktion heute früh als SMS von Willy Wimmer, der in der CDU auch unter Helmut Kohl über 30 Jahre deutsche Politik mitgestaltet hat. Als Vizepräsident der OSZE hat er sich spätestens seit dem Krieg in Jugoslawien klar als Friedensaktivist mit CDU-Parteibuch geoutet. Herr Wimmer, ich grüße Sie. Ja, guten Tag, Herr Jepsen. Herr Wimmer, lassen Sie uns direkt auf diese SMS kommen, die Sie mir in privater Natur geschickt haben. Die hat mich aber ein wenig aufschrecken lassen, deshalb dieses Telefonat. Die USA werden Waffen liefern und wissen, dass sie damit Krieg auslösen. Wie kommen Sie denn an die Information? Ist es eine Ahnung oder haben Sie Insiderwissen? Die Gespräche in diesem Zusammenhang sind ja intensiv und sie werden ja auch mit amerikanischen Gesprächspartnern geführt. Und vor diesem Hintergrund hat man natürlich ein gutes Bild dafür, was erwartet wird und was ins Haus steht. Und wenn man die Bereitschaft der Vereinigten Staaten sieht und natürlich auch Großbritanniens, die ukrainische Armee auszubilden und amerikanische und britische Militärausbilder, ganze Bataillone dahin zu schicken, dann ist es ja nicht nur eine Vermutung, dass man sagt, dann kommen auch amerikanische Waffen. Das ist ja fast so etwas wie eine Gewissheit. Was bedeuten denn Waffenlieferungen durch die USA in die Ukraine für den Frieden in Europa? Also wird denn hier Ihrer Meinung nach der Funke an ein Pulverfass gelegt? Ja, das ist ja eine Entwicklung, die wir schon eigentlich seit Jahren haben, aber die sich im Zusammenhang mit dem letzten Jahr ja in Richtung kriegerische Entwicklung ausgedehnt hat. Und wir sehen ja diese Entwicklung im Zusammenhang mit der globalstrategischen Situation sehr gut. Und vor diesem Hintergrund wird gezündelt, dass es nur so kracht. Und das Interessante für uns ist natürlich, dass 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges nun wirklich zwischen den damaligen Freunden in der Anti-Deutschland-Koalition offensichtlich Kriegsbereitschaft herrscht, jedenfalls auf der Seite der Vereinigten Staaten und Großbritanniens. Sind Sie denn eigentlich empört, wie dreist Washington im Herzen Europas über Leben und Tod entscheiden kann? Ja, das ist ja etwas, was sich diametral gegen unsere eigenen Interessen richtet. Und man muss das ja auf ein Bild bringen, indem man sagt, polnische Äpfel, deutsche Butter und russische Skifahrer in Österreich und in der Schweiz dienen eher dem europäischen Frieden als das, was wir seit einem Jahr erlebt haben. Und ich will das in Zusammenhang mit meiner Nachbarschaft zu Düsseldorf auch einmal ansprechen. Vor einem Jahr etwa ist klar geworden, dass ein großes Gefechtsführungszentrum durch das Düsseldorfer Unternehmen Rheinmetall in der Russischen Föderation fertiggestellt werden sollte. Das war ein langfristiges Kooperationsprojekt. So etwas hätte man nie machen können, weder in der NATO noch in Deutschland, wenn die damalige Situation im Zusammenhang mit der Russischen Föderation ja nicht auf Kooperation ausgerichtet gewesen wäre. Wir sind da eigentlich alle vom Blitz getroffen worden, als wir vor einem Jahr feststellten, es geht in die andere Richtung und mit den Russen soll und darf man nichts mehr machen. Das ist nicht auf einen russischen Einsatz zurückzuführen, diese Überlegung, sondern das ist amerikanisches Engagement und Europa fliegt uns um die Ohren. Aber Herr Wimmer, was Sie hier andeuten, dass also deutsche Rüstungsfirmen kooperieren mit dem jetzt im Moment Gegner, das ist doch sehr verwunderlich, weil wir hatten damals doch denselben Putin wie heute. Ja, das ist ja das, was man auch den Menschen hier, abgesehen von der NATO-Presse, nicht klar machen kann. Wir haben jahrelang kooperiert. Wir haben jahrelang eine gute Erfahrung auch mit der Russischen Föderation und auch mit der politischen Führung der Russischen Föderation gemacht.
Von einem Tag zum anderen soll das abgeschnitten sein, das versteht niemand. Was sollte denn die Bundesregierung Ihrer Meinung nach tun? Sich weiter wegducken oder eine völlig abgekoppelte Diplomatie mit Moskau beginnen, die ja schon ein bisschen mal mit Minsk und auch mit dem Moskau-Besuch ja schon stattgefunden hat? Also es wäre aus meiner Sicht verhängnisvoll, einen Sonderweg zu gehen. Das, was aus meiner Sicht Erfolg versprechen kann, ist die Fortsetzung der Minsk-2-Überlegungen. Das, was in Europa jedenfalls den Rest von europäischem Gedankengut beibehalten lassen kann, ist, es so zur Sprache zu bringen, wie es im Zusammenhang mit Minsk-2 durch die Bundeskanzlerin und den französischen Präsidenten Hollande geschehen ist. Alles andere würde auf einen so massiven Widerstand der amerikanischen Seite und auch Großbritanniens stoßen, dass man jedem hier nur raten kann, davon die Finger zu lassen, weil es dann aus ganz anderen Gründen zur Eskalation beitragen würde. Können Sie mal für alle, die jetzt nicht auf dem Laufenden sind, kurz erklären, was bedeutet Minsk II, was wurde da verhandelt und beschlossen? Also das, was Minsk II zum Inhalt hat, ist, die kriegerische Situation in der Ostukraine zu entzerren. Das Elend, was wir da mit 6.000 Toten und Zehntausenden von Verletzten gesehen haben, hat offensichtlich dazu beigetragen, Angst vor dem großen Krieg, jedenfalls bei der Bundeskanzlerin und dem französischen Präsidenten, so zu wecken, dass man sich mit der russischen und der ukrainischen Seite zusammengesetzt hat, um diese Entzerrung hinzubekommen. Und wir sehen ja jetzt seit einiger Zeit, dass nach Anfangsschwierigkeiten jedenfalls dieser Weg weiter beschritten werden kann und die Dinge in der Ostukraine sich mehr und mehr beruhigen. Und wir können sicher sein, da kann man fast eine Wette drauf eingehen, dass genau da bestimmte amerikanische und britische Kräfte einsetzen, um sicherzustellen, dass wir es trotzdem zu einem Rückfall in kriegerische Auseinandersetzungen bekommen werden. Das ist das Spiel der Dinge, was wir seit 25 Jahren mit unseren westlichen Verbündeten immer wieder erleben. Also wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, beziehungsweise wenn zwei sich eben nicht streiten, dann sorgt der Dritte dafür, dass sie sich streiten? So sieht's aus. Sie gelten ja als einer der Architekten des 2+4-Vertrages. Im Hintergrund haben Sie sehr viele Dinge geregelt. Sie und Egon Bahr dürften ja entsetzt sein, wie die Ostpolitik angeschoben durch Willy Brandt damals in wenigen Monaten vernichtet wird. Wie sollte man Ihrer Meinung nach denn eigentlich jetzt vorgehen, außer dass man Minsk II weiterführt? Also ich erinnere mich zum Beispiel, und das werden Sie auch tun, wohlwollend an dieser Stelle mal an die Rede von Angela Merkel auf der NATO-Sicherheitskonferenz, wo sie ja auch kategorisch Waffenlieferungen ausgeschlossen hat. Sollten wir auch uns da gegen die Vereinigten Staaten stellen, sagen, auch wenn ihr das jetzt tut, dann müssen wir auch mal gegen euch versuchen, eine Art von Sanktion zu machen, indem wir einfach mal zu euch die Beziehung nicht abbrechen, aber sagen, das geht gar nicht. Muss man hier mit einem harten Wort auch mal gegenüber Washington auftreten? Man muss die Wirklichkeit, die muss man natürlich sehen. Und die bedeutet ja für uns, dass wir eingebunden sind und vielleicht aus gutem Grund eingebunden bleiben wollen in das westliche Bündnis. Wir wollen ja die Geschichte nicht revidieren. Und wir wollen ja nicht Schlachtfeld werden, das muss man ja ganz nüchtern sehen. Das, was Sie gerade ansprechen, spielt im Augenblick eine zentrale Rolle, nicht nur in unseren Beziehungen zur Russischen Föderation oder zu den Vereinigten Staaten. Man muss ja nur sehen, welches Schicksal Europa nehmen soll, wenn es wirklich zum Abschluss dieses transatlantischen Freibeuterabkommens kommen soll. Sie sagen Freibeuter. Freibeuterabkommens. Das, was man bisher darüber gehört hat, geht ja in die Richtung, dass es in Europa, in Westeuropa, einen Systemwechsel geben soll. Wir sollen von der parlamentarischen Demokratie abgekoppelt werden zu einer Anwaltsherrschaft. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich der Appell nicht nur an die Bundeskanzlerin oder die Bundesregierung zu richten, in Zusammenhang mit der Verhinderung eines europäischen Schlachtfeldes alles zu machen, was in ihren Kräften steht, sondern auch dazu beizutragen, dass wir nicht Kolonialgebiet werden. Also das ist eine Frage, die schlimmer nicht sein kann und wo an die deutsche Bundesregierung und im Übrigen an die Europäische Kommission Fragen gestellt werden, wie wir sie in unserem Leben bisher so noch nicht hatten. Und zwar an die Adresse unserer Verbündeten. Herr Wimmer, ich muss Ihnen da mal direkt eine Frage stellen. Ich weiß, als wir mit Ihnen angefangen haben, einen Kontakt aufzunehmen, das ist ja schon gut 2,5 Jahre her, und da haben wir immer von Frau Merkel gesprochen, da sagten Sie immer Frau Dr. Merkel. Inzwischen haben Sie oft, wenn wir gesagt haben, Frau Merkel, immer nur Merkel gesagt. Jetzt scheint Frau Merkel bei Ihnen wieder im Ansehen zu steigen, weil sie spätestens mit Minsk oder mit dem Besuch in Moskau vielleicht eher eine Politik vertritt, von der Sie sagen, die ist auch pro-deutsch, was nicht anti-amerikanisch ist oder anti-europäisch, sondern sie steht ja nun mal auch dafür, das deutsche Volk zu vertreten und die Interessen Deutschlands zu vertreten. Wie ist
ist denn das, was Sie hier gerade gesagt haben, also dass Angela Merkel auf der SIKO zum Beispiel sagt, wir liefern auf gar keinen Fall Waffen und ein neues Selbstbewusstsein vielleicht ein wenig aufzeigt, wie ist das denn in Einklang zu bringen, dass sie bezüglich der CIA-Foltergeschichte ja gar nichts tut, weil unsere Justiz ist ja weisungsbefugt, macht ja gar nichts. Also wie passt das zusammen, dass man auf der einen Seite selbstbewusst ist, aber wenn man weiterhin abgehört wird, wenn gefoltert wird, da hält man sich zurück. Das passt doch nicht zusammen. Ja, es passt natürlich vieles nicht zusammen und ich will auch aus meiner Sicht nichts gegen die von Ihnen beschriebenen Bilder sagen. Das ist ja alles die Wirklichkeit, mit der wir es zu tun haben. Nur wir drohten auf einen offenen Krieg in Europa zuzuwandern, in Zusammenhang mit der Entwicklung vor Minsk II. Und wenn jemand wie die Bundeskanzlerin oder wie der französische Präsident da aus meiner Sicht den richtigen Schritt unternehmen, um aus dieser Badewanne des Krieges den Stöpsel rauszuziehen, finde ich, dann verdient das Unterstützung. Alle anderen Dinge, die Sie angesprochen haben, die sind natürlich auch die Wirklichkeit und machen deutlich, dass wir in die heutige Situation nur deshalb gekommen sind, weil wir den Weg des Verhängnisses seit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien mit den Amerikanern immer mitgegangen sind. Jetzt trifft es uns selbst und wir werden möglicherweise wieder Schlachtfeld. Und wenn man, Sie brauchen dann nur das Titelbild der britischen Zeitung Economist zu sehen und das, was in der Ausgabe für die nächste Woche steht, da wird doch fröhlich über einen Nuklearkrieg geschrieben. Ja. Und das kann ich doch nicht außer Betracht lassen. Das ist doch unser Land. Und das, was ich als zentrales Verhängnis empfinde, und Sie haben eben gefragt, was kann man tun? Man müsste eigentlich dazu beitragen, dass der Bundespräsident nicht mehr ins Ausland fährt und solche Reden redet, wie er sie zum Beispiel in Polen gehalten hat. Es ist doch widersinnig, dass diejenigen, die am meisten von der deutschen Wiedervereinigung profitiert haben, der Mann wäre nicht im Amt, wenn es die Wiedervereinigung nicht gegeben hätte, dass die das alles zusammenreißen, was Helmut Kohl, Helmut Schmidt, Willy Brandt gemeinsam aufgebaut haben. Das ist ein deutsches Verhängnis, wie es schlimmer nicht sein kann. Herr Wimmer, da sind wir bei des Pudels Kern. Wenn wir uns mal die Hörer anschauen, die Menschen anschauen, die dieses Interview sehen und teilen werden. Was raten Sie denn eigentlich der Bevölkerung, die auch in den deutschen Medien permanent eingerieben bekommt, ein Krieg gegen Russland sei ja schlimm, aber unausweislich, da Putin ja ein Irrer sei. Was soll die Bevölkerung tun? Die soll sich Gedanken darüber machen, was in den letzten 100 Jahren in Deutschland, in Mitteleuropa, alles an Verhängnis passiert ist. Wir haben doch keine bessere Situation im Zusammenhang mit der Russischen Föderation haben können, als die letzten 25 Jahre unseres politischen und natürlich unseres tatsächlichen Lebens. Was veranlasst uns eigentlich, gegen die Russen uns so in Stellung bringen zu lassen, wie es dem Bild des europäischen Verhängnisses entspricht? Es reicht doch nach Napoleon und Hitler jetzt nicht, sich den Gedanken an Obama machen zu müssen. Herr Wimmer, als ich mich mit Ihnen auf dieses Telefonat vorbereitet habe, da ist mir spontan eine Idee gekommen. Ich werde jetzt einfach mal formulieren. Was halten Sie denn eigentlich von einer, weil Sie sind ja eigentlich in Rente, aber Sie sind natürlich kein Rentner, Sie machen nicht Schluss. Was halten Sie denn eigentlich von einer außerparlamentarischen Opposition, die angeführt wird zum Beispiel von Ihnen, von Egon Bahr, Krone Schmalz oder Gabor Steingart vom Handelsblatt? Ob man da was organisieren kann, das weiß ich nicht und ich bin in diesem Zusammenhang auch überfragt. Nur wir müssen heute sehen, dass die Freiheit des Internets jedenfalls die Möglichkeit bietet, sich zu artikulieren. Wenn sich darüber hinaus eine Zusammenarbeit ergeben sollte zwischen denen, die sich im Netz artikulieren, muss man dafür aufgeschlossen sein. Das sieht man ja im Zusammenhang mit vielen Ereignissen des letzten Jahres. Dass die NATO-Presse dafür keinen Platz gibt, das trägt ja dazu bei, dass das Netz immer freier wird. Mhm. Und vor diesem Hintergrund sieht man ja, wo man Verbindungslinien hat. Ich habe das im Zusammenhang mit Egon Bahr vor einigen Monaten in einer Konferenz in Berlin erlebt. Natürlich kann man gut übereinander sprechen. Ich habe es mit Oskar Lafontaine gesehen. Ich habe es mit Albrecht Müller gesehen. Das heißt, es ist ja nicht so, als würde man ohne Erkenntnis aus dem politischen Leben ausscheiden wollen. Was können wir denn im Zusammenhang mit dem, was wir jahrzehntelang erlebt haben, machen? Wir können doch eigentlich nur an die Nachkommen die Botschaft weitergeben, versucht es mit Frieden und Verständigung und mit Handel und fairem Wettbewerb. Und das sagen Leute, die den Zweiten Weltkrieg zumindest noch vom Glow erlebt haben. Und da sollte ja, man nicht nur erlebt haben, da sind unsere Väter drin gestorben.
Herr Wimmer, lassen Sie uns mal über Putin sprechen. Der Mann ist kein Heiliger, das haben wir auch immer wieder gesagt, aber ist er der bessere Stratege? Also wie agiert Putin für Sie, nachdem die NATO versucht hat, sich den russischen Militärhafen Sewastopol über die Hintertür-Assoziierungsabkommen mit der Ukraine zu schnappen? Also wir haben ja eine 25-jährige Erfahrung mit der Russischen Föderation und man muss ja sagen, dass die Zeit des Präsidenten Jelzin davon bestimmt war, dass Russland ein Blatt im Winde gewesen ist. Das haben wir ja im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg gesehen, das haben wir im Zusammenhang mit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen den Irak gesehen. Man hat mit Russland gespielt und Russland hat es zugelassen, dass man mit Russland spielte. Und dann ist mit Putin, schon auch mit Medvedev, sind Präsidenten gekommen, die diesen Weg jedenfalls gestoppt haben. Warum soll man in Moskau nicht seine Interessen wahrnehmen? Und das Problem, das wir derzeit haben, besteht darin, dass die Vereinigten Staaten nicht in der Lage sind, mit einer russischen Föderation umzugehen, die ihre Belange wahrnimmt. Das, was die Vereinigten Staaten für sich selber in Anspruch nehmen, billigen sie keinem anderen Land zu, auch nicht der russischen Föderation. Dafür wollen wir nicht sterben. Russland ist ja nur der Anfang, also geopolitisch betrachtet. Putin, glaube ich, hat das begriffen. Es geht ja beim Eindämmen der russischen Macht, heißt es ja immer vor allem um China. China und Russland haben in den letzten 2 Jahren ihre Beziehung massiv ausgebaut. Wird China denn in den Krieg gegen Russland über den Hebel Ukraine möglicherweise einsteigen? Und welchen Effekt hätte das für den Rest der Welt? Ja, die chinesische Seite, wenn das stimmt, was man lesen kann, hat sich ja im Zusammenhang mit der Ukraine-Entwicklung schon in eine Richtung geäußert, die auf ein stärkeres chinesisches Engagement in diesem Konflikt rausläuft. Nur, ich weigere mich eigentlich, diesem Bild zu folgen, weil unser Interesse kann doch nicht darin bestehen, dieses amerikanische Denken umzusetzen und zu sagen, wir schaffen einen Feindschaftsgürtel quer durch Europa. Auf der einen Seite stehen wir hochgerüstet, auf der anderen Seite steht die Russische Föderation hochgerüstet und dann auch noch mit Nuklearwaffen. Wir müssen doch dazu kommen, dass wir diesen Feindschaftsgürtel nicht zulassen und dass wir den verhindern. Und es ist doch ein hochinteressanter Ansatz, auf Kooperation zu setzen, weil wir das seit 150 Jahren mit der russischen Seite eigentlich erfolgreich immer gemacht haben. Warum soll das anders werden? Damit das aber funktioniert, müssen wir vor allem dafür sorgen, dass unsere Medien, die ja von uns diese Zwangsgebühren kassieren, aufhören, ständig Feindbilder zu kreieren. Wie können wir das hinbekommen? Das sehen wir ja im Zusammenhang mit den jetzt auch bei Spiegel Online veröffentlichten Entwicklungszahlen über die Medien. Das konnte man, glaube ich, gestern zum ersten Mal bei Spiegel Online nachsehen. Mhm. Es gibt ja einen so eklatanten Einbruch in den Auflagenzahlen. Die Abonnenten hauen doch in Scharen bei den Zeitungen, bei der NATO-Presse ab. Die wollen das doch nicht mehr lesen. Es reicht doch, von vorne bis hinten nicht nur belogen zu werden, sondern das, was ja gegen jeden europäischen Verstand verstößt. Es gibt eine Linie, die in Deutschland vorgegeben ist. Und die großen Zeitungen müssen sich doch fragen lassen, warum sie nicht differenziert an eine Situation herangehen und auch den Zweifel zulassen. Es wird ja nur noch das publiziert, was die NATO freigibt. Das ist ein Verstoß gegen europäisches Denken. Die USA haben seit Vietnam keine Kriege am Boden mehr gewonnen. Sie sind maximal verschuldet. Ihre stärksten Industrien sind die Rüstungsindustrie, gefolgt von den Ölmultis und dann dieser Branche der Finanzdienstleister. Wann wachen denn eigentlich die amerikanischen Bürger auf? Ich meine, denen muss doch auch dämmern, dass man so keine Volkswirtschaft auf ewig betreiben kann. Ja, wir haben ja einen Zusammenhang mit einem möglichen Krieg gegen Syrien vor, wenn ich das richtig sehe, 2 Jahren gesehen, im Zusammenhang mit den Vorräten an chemischen Waffen, dass ja 2 Völker von der Kriegsfahne gegangen sind. Das war in Großbritannien der Fall. Das war total überraschend, denn normalerweise ist eine britische Regierung bei jedem Krieg dabei. Krieg ist deren Geschäft. Und das britische Volk hat Nein gesagt. Und Cameron konnte nichts anderes tun, als klein beigeben und sagen, an diesem Krieg bin ich nicht dabei. Ich beteilige mich nicht und der Krieg hat ja auch nicht stattgefunden. Das Gleiche haben wir im Zusammenhang mit der Situation der amerikanischen Wähler vor 2 Jahren gesehen. Auch die amerikanischen Wähler haben im Zusammenhang mit dem möglichen Krieg gegen Syrien Obama und den vor allen Dingen auch den Republikanern
die rote Karte gezeigt. Das war das erste Mal, dass man Abstand genommen hat von einem Krieg, der fast sicher schien. Und das lässt natürlich hoffen, dass es in den Vereinigten Staaten Restbestände gibt. Jedenfalls eines vernünftigen Denkens. Wenn man sich amerikanische Außenpolitik die letzten 25 Jahre im Nahen Osten anschaut, dann sieht man als eines der schlimmsten Beispiele so ein Failstate wie der Irak, wo wirklich nichts besser jetzt wirklich ist als unter Saddam Hussein, der ja lange ein Freund war, sondern im Gegenteil, es ist ein Ort, an dem Chaos produziert wird, an dem, ja, das ist die Homebase von IS. Blüht dieses Schicksal unter Umständen auch der Ukraine, dass es ein Failstate wird, wo inmitten Europas ein Terrornest dann kreiert wird? Wenn wir eine solche Situation uns für die Ukraine denken, dann ist es ja nicht nur das Schicksal dieses Landes. Damit lege ich ganz Europa lahm. In Europa wird keiner mehr investieren. Wenn wir hier einen Dauerkonflikt produziert bekommen von den vorgenannten Briten und Amerikanern, dann heißt das doch, dass die Russische Föderation, die Ukraine ausbluten, beide, aber wir auch. Und die Situation ist ja dadurch gekennzeichnet, dass wir auf aberwitzige Konstruktionen im Augenblick verfallen. Man liest ja davon, dass die Polnische Republik, ein baltisches Land, ich glaube es ist Estland, ja, und die Ukraine jetzt eine gemeinsame Brigade aufstellen. Das heißt, da wo wir die Unsicherheit selber produzieren, schaffen wir auch noch militärische Instrumente, die uns in den Konflikt hineinziehen werden. Dasselbe, was wir im Zusammenhang mit der Türkei erleben. Die türkische Republik ist gegen jeden Verstand in Syrien aktiv gegen Assad geworden. Die haben diesen Konflikt befeuert. Was machen wir? Wir schicken Patriot-Raketenbatterien in die Türkei, um die Türkei zu schützen. Das hält man doch im Kopf nicht aus. Herr Wimmer, lassen Sie uns über mögliche Optionen sprechen, lassen Sie uns final über Allianzen sprechen. Ich meine, Sie haben lang genug bei der OSZE gezeigt, dass es nur mit gemeinsamen Allianzen geht. Und wer nicht mitmachen möchte, wer immer nur gegen etwas ist, wer nie das Positive sieht, wer nie den Frieden anvisiert, der gehört dann vielleicht einfach für ein paar Tage mal nicht dazu. Wir haben ja in Deutschland die luxuriöse Position, dass wir doch der mächtigste Staat in Europa sind. Also haben wir eine sehr gewichtige Stimme. Warum oder sollten wir das tun, dass Deutschland einfach mal als Vorreiter, als Motor, immer Wirtschaftsmotor, vielleicht auch ein Diplomat, Motor in Europa ist und sich mit denen, die wollen, einfach an den Tisch setzt, sich mit den Russen an den Tisch setzt, sich auch mit den Chinesen an den Tisch setzt und einfach sagt, okay, wir haben hier im Moment einen sehr starken NATO-Partner, wir gehören auch zur NATO, die Amerikaner ein wenig durchdrehen, wir wollen das nicht und wir machen praktisch eine Allianz der Vernunft. Ist das eine Möglichkeit? Wir haben doch die Macht. Wir haben es ja auch praktiziert. Man muss ja immer wieder an den großen Außenminister Genscher erinnern, der das ja zu seinem Lebensinhalt gemacht hat, mit anderen gemeinsame Dinge aufzuziehen. Selbst der Außenminister Kinkel ist bis zum letzten Amtstag in Zusammenhang mit seinen europäischen Kollegen immer wieder auf dem Friedensfeld initiativ gewesen. Dann gab es den großen Einbruch mit Herrn Fischer und seitdem findet das, was eigentlich bei Genscher und bei Kinkel tägliche Praxis war, das findet ja gar nicht mehr statt. Wo sehen wir gemeinsame Initiativen des deutschen Außenministers in Zusammenhang mit seinen europäischen Kollegen und zwar zielgerichtet auf die Verhinderung eines Krieges in Europa und zielgerichtet auf die Etablierung von Kooperationsüberlegungen in Europa. Das findet ja alles nicht mehr statt. Das hat es vor 15 Jahren als Wirklichkeit gegeben. Und das muss sich ja nicht gegen irgendeinen richten. Ich bin da immer sehr zurückhaltend. Es kann sich auch nicht gegen die Vereinigten Staaten und es kann sich auch gegen andere nicht richten. Man muss den konstruktiven Ansatz finden. Und die Möglichkeit haben wir, benutzen sie nicht. Herr Wimmer, das muss man auch gleich mal klar betonen, Sie und ich auch auf jeden Fall, wir sind beide nicht anti-amerikanisch, aber ich denke, wenn wir den Amerikanern das jetzt durchgehen lassen, also das geht ja auch nur, weil wir einen sehr, sehr schwachen Barack Obama haben, der ja eigentlich nur noch eine Marionette ist, der ist ja das, die Politik, die er verkaufen muss, ist ja nicht die Politik, für die er angetreten ist, das weiß er ja auch, aber gibt es, also jetzt dort nicht einzugreifen, indem man sagt, wir machen jetzt mal eine Gegenstimme der Vernunft, ist das nicht im Grunde genommen unterlassene Hilfeleistung? Das kann man natürlich scherzhaft an die Adresse des amerikanischen Präsidenten so formulieren. Ich meine, wir haben ja nun diese Woche gesehen, wenn der amerikanische Präsident es zulassen muss, dass jemand im amerikanischen Kongress als Staatschef eines anderen Landes redet und er damit nicht einverstanden ist, dann muss man ja gar nichts mehr zu sagen. Da weiß man ja, was da los ist. Sie reden von Netanyahu. Von Netanyahu. Aber eine solche Situation ist ja für uns verhängnisvoll. Das ruft geradezu unser europäisches Handeln
und zwar in einem konstruktiven Sinne, heraus. Wenn das in Amerika so drunter und drüber geht, wie wir es im Augenblick erleben, bedeutet das doch für uns, wenn wir die Hände in den Schoß legen, was ja im Augenblick in Teilen sie in Minsk nicht passiert, aber das bedeutet doch für uns, dass wir Schlachtfeld werden. Die McCains dieser Welt, die müssten ja eigentlich in Handschellen gelegt werden, wenn sie international unterwegs sind, weil sie sind die Apologeten des Krieges. Das können wir uns nicht erlauben und die Situation ist extrem verhängnisvoll. Herr Wimmer, ich möchte nochmal auf etwas zurückkommen, was Sie vorhin angesprochen haben, nämlich dass ausgerechnet Leute, die in der ehemaligen DDR sozialisiert wurden, dass die hier heute als Scharfmacher auftreten. Sie haben Gauck angesprochen, aber auch Angela Merkel, die jetzt keine Scharfmacherin ist, aber vielleicht zu lange sich weggeduckt hat, wäre ja ohne die Wiedervereinigung nicht da, wo sie heute ist. Das muss man ja klar sagen. Und dann haben Sie von den Grünen gesprochen, Fischer. Wenn man sich heute die Grünen anguckt, muss man sagen, es ist, glaube ich, die Partei, die doch ganz offen gar keine Probleme damit hat, wesentliche Personen in der Atlantikbrücke zu haben. Sie hat auch, glaube ich, die größte Einzelspende im Moment von der Allianz bekommen, wo man sich fragt, was machen die damit? Also die Grünen, das Image der Grünen und was die Grünen heute sind, hat ja nicht viel miteinander zu tun. Da sind ja völlig neue Bündnisse entstanden und ich weiß nicht, ob der Bürger draußen das auf der Uhr hat, dass wir es hier eben mit Leuten zu tun haben, also aus der ehemaligen DDR, die irgendwie vielleicht mit ihrer Vergangenheit erpresst werden und deswegen nach der amerikanischen Pfeife tanzen und einer ehemaligen Friedenspartei, die extrem stark in amerikanischen Thinktanks engagiert ist. Wie kommen wir da raus? Indem wir darauf aufmerksam machen, dass es nicht unseren Interessen entspricht. Wir wollen keine deutsche Kriegspartei. Wollen wir nicht. Und wir wollen auch, dass unser Bundespräsident sich so äußert, wie das deutsche Volk denkt. Er sollte doch mal in das Volk, das er repräsentiert, reinhören. Dann wüsste er sehr genau, wie wir denken. Und das wollen wir auch, dass das nach außen wiedergegeben wird. Man muss sich doch fragen, woher Herr Gauck seine Agenda hat. Jedenfalls nicht vom deutschen Volk, denn die Deutschen sind nicht für den Krieg. Er hat sie wahrscheinlich vom German Marshall Fund und der Atlantikbrücke und ich denke, es ist wirklich, er hat es jetzt nicht so weit, wenn er keine eigenen guten Gedanken hat. Neulich ist ja Weizsäcker gestorben, er sollte sich einfach seine legendäre Rede schnappen und sie wiederholen, da kann er weniger Schaden anrichten. Das ist jetzt ein polemischer Kommentar von mir. Herr Wimmer, Sie sind auch Autor des Buches Wiederkehr der Hasardeure. Können wir diese Wiederkehr stoppen? Also wenn wir es jetzt nicht machen, geht das Verhängnis über uns weg. Das heißt, wir haben eine Verpflichtung, die sich einfach auch aus dem Umstand ergibt, dass wir 70 Jahre in Frieden leben konnten und das meine ich jetzt mal bezogen auf den westlichen Teil unseres Landes. Jetzt sind wir ein Land seit 25 Jahren wieder zusammen. Wenn wir der Geschichte gegenüber nicht undankbar sein wollen, müssen wir jetzt handeln und auf europäische Verständigung setzen und nicht auf den europäischen Krieg. Herr Wimmer, letzte Frage, wirklich letzte Frage an Sie zu Ihrer SMS. Die USA werden Waffen liefern und wissen, dass sie damit Krieg auslösen. Sie haben ja offensichtlich mit Insidern gesprochen, sonst würden Sie mir als Journalisten ja nicht so eine SMS schicken. Sie wissen, dass ich da schnell drauf reagiere. Wie sicher ist denn diese Information oder ist es auch eine Warnung aus amerikanischen Kreisen? Das ist eine Überlegung, die sich aus der Situation ergibt und die Leute kennen ihr eigenes Land. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Jepsen.